Die Märkte fokussieren sich seit einiger Zeit und nun besonders auf das Thema Inflation. Morgen stehen ja die US-Inflationsdaten an, die wahrscheinlich auf um und bei 3% in der Headline-Inflation fallen werden. Entscheidender ist aber die Kernrate für die Fed, wie nicht nur die Fed, sondern auch die EZB immer wieder betont hat in letzter Zeit. Und da dürften wir bei um und bei 5% reinkommen. Also dürften wahrscheinlich diese Zahlen dann in der Summe, solange die Kerninflation nicht wirklich deutlich runterkommt, eben nichts daran ändern, dass die Fed jetzt in diesem Monat noch die Zinsen anheben wird. Aber das eigentliche Thema, das ich sehe für das zweite Halbjahr, jetzt mal ein bisschen übergeordnet gesehen, das ist der amerikanische Konsument, der wahrscheinlich im zweiten Halbjahr ein riesiges Thema bekommen wird. Warum, wieso, weshalb, will ich gleich zeigen. Und wenn der amerikanische Konsument ein Problem hat, dann hat die US-Wirtschaft ein Problem, denn 70% des BIPs ist der Konsum in den USA. Und wir wollen uns die Gemengelage mal anschauen. Zunächst mal der unermüdliche Tom Lee von Fundstrat, in US-Finanzkreisen eine bekannte Figur, der stets bullish ist. Und er hat jetzt das erste Mal in diesem Jahr, wie er sagt, ein Tactical Buy ausgegeben, also ein Kauf des S&P 500. Und er argumentiert eben mit der morgen anstehenden Veröffentlichung der Inflationsdaten, da dürfte es dann massiv nach oben gehen, weil eben die Inflation nach unten geht, so Tom Lee. Anders sieht es dagegen etwa Michael Hartnett, der sagt, naja, also im dritten Quartal werden die strafferen Finanzkonditionen ein optimales Umfeld ergeben, um sich auf eine harte Landung zu positionieren. Also der ist dann vor allem sehr skeptisch, was eben das zweite Halbjahr, das dritte Quartal betrifft. Da sagt er, wir werden etwa 1 Billion an Liquidität sehen, die aus den Märkten entfleucht. Die Yield Curve, die Zinskurve, gibt ein bestätigtes Rezessionssignal und die Inflation, so Michael Hartnett, wird, wie in dieser Grafik gezeigt, aufgrund der Basiseffekte dann wohl wahrscheinlich wieder nach oben drehen, also keine Entwarnung für die Fed und keine Entwarnung vor allem für den US-Konsumenten. Wir haben aus den neuesten Kreditdaten gesehen, Non-Revolving Credit, also praktisch Studentenkredite, und was war es noch, Autokredite sogar rückläufig. Also da sehen wir, da passiert schon was. Die Kreditvergabe im Mai so wenig gestiegen wie seit 2020 nicht mehr. Warum? Weil die Amerikaner schon Oberkante Unterlippe sind. Wir sehen hier unten rechts etwa mal die Verkäufe von Toilettenpapier und Zahnpasta ist rückläufig. Also die Leute sparen offenkundig bereits am nötigsten. Warum? Weil viele Millionen Amerikaner versuchen eben diese gestiegenen Lebenshaltungskosten mit Inflation durch eine verstärkte Kreditaufnahme zu kompensieren. Das hat man viele Monate lang gemacht, aber die Kreditkartenkosten steigen, also die Zinsen auf die Kreditkarten, da sind wir jetzt knapp über 22%, und jetzt kommt dazu, dass dann im Herbst eben über 40 Millionen Amerikaner ihre Studentenkredite wieder beginnen müssen zurückzuzahlen. Das sind durchschnittlich etwa $400 im Monat und das ist in der Summe dann ein wirklich dicker Batzen und das wird den Konsum in den USA dann richtig treffen. Und dementsprechend sehen wir schon, dass etwa die kleineren Firmen in den USA, die sehr, sehr wichtig sind, 50% der Jobs werden auch von diesen Firmen geschaffen, dass hier nur noch 29% im Juni berichten, dass sie in den letzten 3 Monaten die Preise angehoben haben. Das ist der geringste Wert seit März 2021. Also senden diese kleinen Unternehmen im Prinzip schon ein deflationäres Signal, könnte man sagen. Ja, die Inflation wird zurückkommen, also zumindest wird es nicht mehr diese Steigerungsraten geben wie zuvor. Allerdings dürften eben dennoch die Zinsen nicht sinken, solange eben keine wirklich dicke Rezession in den USA der Fall ist, weil die US-Notenbank diesen Kampf gegen die Inflation ein für alle Mal bestehen will. Und das ist eben dann das Umfeld, wo wir sehen, dass die Inflation nicht mehr richtig zündet, weil eben die Wirtschaft eben das gar nicht mehr hergibt. Hier sehen wir mal Big Inflation Surprises Receding. Also wir sehen, dass die Abweichungen von den Erwartungen in der ganzen Welt, sowohl global als auch in den USA, als auch in China etwa, auch in Europa jetzt sogar deutlich nach unten tendiert. Wir sehen also nicht mehr wie lange Zeit überraschend hohe Inflationsdaten. Die Zeiten sind wirklich vorbei, weil
eben wir schon eine deutliche Abkühlung in so vielen Bereichen sehen, zum Beispiel bei den Same-Store-Sales, also das sind Verkäufe, die in stationären Geschäften getätigt werden, und hier sehen wir, wie stark das hier nach unten geht, wie stark hier die ganze Geschichte nach unten dreht, und das ist nicht inflationsbereinigt. Würde man hier die Inflation noch mit reinrechnen, dann sähe das noch ganz anders aus. Und hier sehen wir mal das vierte Mal erst in 25 Jahren, dass wir bereits negative Erzeugerpreise haben bei einer noch positiven Inflation. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Firmen ihre Preise nicht mehr anheben können, weil der Konsument eben nicht mehr mitmacht. Weil letztendlich natürlich sehr gute Ausreden wie Lieferketten inzwischen entfallen sind, aber vor allem, weil eben die Margenmöglichkeiten nicht mehr da sind. Man kann nicht mal einfach die Preise anheben. Das gibt der Wettbewerb nicht her, und wir sehen, wie groß diese Lücke ist hier, schwarz, eben die Erzeugerpreise, blau. Da Inflation, also da ist eine riesige Lücke, und normalerweise sind die Erzeugerpreise vorlaufend, das heißt, die Inflation wird wahrscheinlich eben dann folgen, wie gesagt, immer Vorjahresmonat. Damit ist ja das Problem nicht beseitigt, denn die Preise bleiben ja hoch, auch wenn die Steigerungen vielleicht nur noch gering ausfallen. Das ist das Thema. Ein anderes Thema ist, wenn wir zu den Märkten kommen, dieses Rebalancing, was jetzt gemacht wird in den USA, im Nasdaq 100 Special Rebalance, heißt das erste Mal in der Geschichte des Index, will man hier mal die Gewichtung verändern, weil man gemerkt hat, diese Märkte sind zu kopflastig, die großen Dickfische, die sind schlichtweg zu stark gewichtet. Und am Montag, dem 24. Juli, wird das wohl dann passieren vor Börseneröffnung. Nachbörslich am Freitag wird bekannt gegeben, wie die ganze Geschichte laufen soll. Und es ist wohl so, dass die fünf größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung nicht mehr als 38,5% des Index ausmachen sollen. Jetzt hätten aber die fünf größten, nämlich Apple, Microsoft, Google, Amazon und Nvidia, derzeit 46,5. Das heißt, die Gewichtung im Nasdaq 100 dieser großen Tech-Aktien wird sinken. Das ist weniger bedeutsam, als würde das beim S&P passieren, denn da gibt es viele ETFs, viele Indexprodukte oder deutlich mehr als auf den Nasdaq. Aber dennoch könnte es eine Erklärung dafür sein, dass zum Beispiel gestern und auch heute Big Tech jetzt nicht so richtig gut läuft. Anders als andere Sektoren. Also das ist vielleicht die Erklärung, warum hier jetzt die Dinge nicht mehr so laufen, der Markt nicht mehr vom Kopf gesteuert ist in gewisser Weise, eben diese großen Unternehmen. Und wir sehen hier, wir sind, was die Konzentration betrifft, in der 99. Perzentile in den letzten drei Jahrzehnten. Und das Gewicht der 10 größten Unternehmen in Sachen Marktkapitalisierung in Relation zum Index ist jetzt auf einem neuen Allzeithoch. Und das war den Herrschaften wohl auf Dauer ein bisschen zu krass, ein bisschen zu gefährlich. Deswegen will man das ändern. Und wir sehen, dass jetzt massiv Kaufempfehlungen kommen für die Dickfische. Also zu einem Zeitpunkt, wo es nicht mehr so richtig läuft, wollen offenkundig die großen Player noch die kleinen Fische schnell reinjagen, damit sie ihre Aktien verkaufen können. Fragezeichen, Nvidia etwa hier eine Kaufempfehlung. Und gestern schon eine Kaufempfehlung von einer anderen großen Bank. Also nachdem die Party gelaufen ist, will man dann das empfehlen. Und wie schaut es eigentlich aus in der Tech-Branche, die ja führend ist, auch im Personalabbau. Und jetzt hat Microsoft gesagt, wir werden noch mehr Leute abbauen, mehr als die 10.000 bereits im Januar angekündigten Stellen. Und wir sehen, dass zum Beispiel Foxconn, der Hauptlieferant von Apple, jetzt Abstand davon nimmt, für 19,5 Milliarden Dollar ein Chip-Projekt in Indien aufzunehmen. Indien ist ja derzeit der große Highflyer, dazu gleich mehr. Aber kommen wir nochmal zu den Anleihenmärkten. Das wird natürlich auch ein entscheidender Punkt. Was machen die Anleiherenditen? Eigentlich sieht das, wie wir hier rechts sehen, doch ziemlich bullisch aus. Da sind wir vermeintlich ausgebrochen. Wir sind bei der 10-Jährigen jetzt erstmal stehen geblieben bei 4% derzeit. Aber jedes Mal, wenn 4% erreicht oder überschritten werden, dann sehen wir, dann gibt es ein bisschen Stress. Wir hatten das mit den englischen Pensionsfonds. Wir hatten das mit der Bankenkrise im März. Da hat es gescheppert, weil eben die Renditen gestiegen waren. Das wurde dann nicht mehr ausgehalten. Und interessant ist auch, wir haben gesehen, dass die zweijährige US-Staatsanleihe wieder ein bisschen zurückkommt, die Rendite derselben. Und hier sagt die Bank of America, jedes Mal, wenn die ihr Hoch erreicht hat,
Ist danach etwas passiert? Es gibt also einen Grund, warum die Renditen dann fallen, eben weil wahrscheinlich die Situation sich deutlich verschlechtert, der Wirtschaft dementsprechend ist dann meistens was passiert. Hier sehen wir China-Stimulus. Das hat die chinesischen Aktienmärkte zunächst nach oben gebracht. Was genau da eigentlich passieren soll, ist nicht so wirklich klar. Man hat Banken angewiesen, naja, seid mal nicht so streng mit der Eintreibung von Schulden. Wir sehen in den Bankenkursen in China deutliche Schwäche, denn die bezahlen letztendlich die Zeche dafür. Xi Jinping hat sich heute hingestellt und gesagt, ja, wir brauchen noch mehr Öffnung. Jedenfalls haben wir gesehen, dass das in Asien Rückenwind verliehen hat. Hier Xi Jinping, Greater Economic Opening. Also der wird plötzlich charmant. Das zeigt, dass er aus dem letzten Loch pfeift. Und warum ist das so? Wir haben schlichtweg demografisch eine Riesenproblematik in China. Da werden in Kleinstädten, ländlichen Gebieten Kinder geschlossen ohne Ende. China ist die schnellst alternde Arbeitsbevölkerung der Welt. Und zwar wirklich in einem atemberaubenden Tempo. Und dazu kommt, da dadurch fehlen Arbeitskräfte, obwohl mehr als 20% der Jugend arbeitslos ist. Da muss man sich ja auch fragen, wie kann das eigentlich passieren, wenn die Wirtschaft wirklich gut dasteht? Warum sind dann ein Fünftel aller Jugendlichen finden keinen Job? Aber gleichzeitig haben sich die Lohnkosten seit 2020 verfünfzehnfacht. Die Anzahl der Konsumenten verringert sich, weil eben die Bevölkerung bereits schrumpft. All das ist noch schlimmer geworden durch diese rigide Corona-Politik. Und Indien überholt immer mehr China. Die werden immer selbstbewusster, auch im Umgang mit den Chinesen. Da hatten wir heute einen Artikel bei Finanzmarktwelt. Ist jetzt ohnehin das bevölkerungsreichste Land und steht wirtschaftlich derzeit ganz gut da. Im Gegensatz zu China. Und wie stehen wir da? Naja, unser zentrales Asset, die Autoindustrie, steht nicht gut da. Die haben sich ja alle fokussiert auf E-Fahrzeuge und kämpfen jetzt mit massiven Nachfragerückgängen. Warum? Weil eben Subventionen hier zum Beispiel in Deutschland schlichtweg nicht mehr so laufen wie früher. Jetzt sitzt man im Prinzip auf den Restposten, könnte man sagen. Und ein anderes geniales Konzept der deutschen Politik ist ja die Energiewende. Und wir sehen hier die Stabilisierung des Netzes wird immer teurer. Warum? Weil wir eben keinen verlässlichen Strom haben, der immer der Fall ist, die sogenannte Grundlast erfüllt, sondern mal haben wir zu viel, wenn viel Wind ist oder viel Sonne, und dann haben wir wieder zu wenig. Also muss dann eingegriffen werden, sagt dann praktisch die Netzagentur zu einem Energieproduzenten, du machst jetzt weniger oder mehr. Das muss aber vergütet werden. So haben wir jetzt alleine 4,2 Milliarden Euro im Jahr 2022 dafür ausgegeben. Im Vorjahr waren es noch 2,3 Milliarden. Würde mich nicht wundern, wenn wir in diesem Jahr bei 6 Milliarden sind, zumal ja die Energiequellen wie Atomkraftwerke abgeschaltet sind. Also das zeigt, dass die Sonne doch eine Rechnung schickt, könnte man sagen, oder die alternativen Energien doch eine Rechnung schicken. Die ist nur nicht so offensichtlich. Hier sehen wir mal die Rechnung derzeit durch die Sonne. Wir haben Hitze und das verteuert Transporte über den Rhein zum Beispiel, weil einfach schlichtweg der Wasserstand gering ist. Und dadurch können die Schiffe weniger laden, weniger transportieren wegen des Tiefgangs. Und dementsprechend verlangen sie dann mehr für die einzelne Ware, die sie transportieren. Das hat Diesel zum Beispiel jetzt massiv verteuert. Könnte sein, dass sie das bald an der Tankstelle merken. Und wenn wir hier nochmal in Europa uns anschauen, die EZB hat heute in Gestalt des Bundesbankchefs Nagel nochmal gesagt, nein, nein, eine Rezession, die kommt nicht. Damit ist klar, es ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass er kommt. Deutschland ist ja bereits in einer, wenn auch milden Rezession, aber da werden andere auch folgen. Ich habe da mal ein bisschen was entgegengestellt, was zeigte, dass die Rezession mit ziemlicher Sicherheit kommen wird. Aber bei der EZB ist man vielleicht manchmal ein bisschen langsam. Zweite Empfehlung, die ich geben werde neben dieser EZB, ist, warum der Goldpreis trotz steigender Marktzinsen, also steigender Renditen, zulegen kann. Morgen ja ganz wichtig auch für Gold die Inflationsdaten. Und abschließend, die Einnahmen für Russland durch Gasexporte brechen dramatisch ein. Das sind Zahlen von russischen Unternehmen selbst und nicht irgendwie jetzt eine Behauptung des Westens. Also diese drei Artikel würde ich Ihnen gerne ans Herz legen und empfehle mich, wünsche einen wunderbaren, nicht zu heißen Abend und sage Servus und Ciao.